Der wird, glaube ich, ausgelöst, wenn sie wenig Lebensenergie hat. Also sowas ähnliches quasi wie der Blutrausch bei Vampire. Das spielt gerade so, gefällt mir gar nicht. Da geht's nicht weiter. Wie sieht's eigentlich denn aus? Was haben wir denn Schönes? 8 von 14 Schnauzen, 15 von 26 Erinnerungen und 8 von 18 Flaschen. Na, immerhin. Das klingt doch solide. Wenn das auch so bleibt. Das sieht so hart nach Kampf aus. Augenport. Kommt wohl aus dem Ruhrport, wa? Ja, ich weiß es. Ich höre. Ausweichen, alles. Mistsau. Gut, eine Kombination aus Distanz und Nahkampf. Gut zu wissen. Und nur das Auge ist empfindlich. Wieder was dazugelernt und noch so ein Vieh. Ui. Was hat das jetzt gebracht? Ah! Wir kommen zu den anderen Augenport rüber. Der sich natürlich genau da positioniert, wo ich landen will. Was für eine Drecksau. Oh, da kommt noch ein zweiter dazu. Okay. Und tschüss. Sehr gut gemacht. Fundbüro. Mhm. Nein, erstmal schauen wir uns hier noch um. Vor lauter Kampf konnten wir hier gar nicht gucken, ob es hier noch was gibt. Kein Geheimgang hier. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben. Aber wahrscheinlich haben sie sich hier gesagt, das würden zu viele Leute eventuell übersehen. Er ist zeitbesessen. Finde ihn oder deine Zeit könnte kommen. Mhm. Gut, den Kater kann man also auch von Zeit zu Zeit rufen, anscheinend. Aber das sagte sie ja auch. Ich rufe dich, wenn ich dich brauche, hat sie gesagt. Genau, da ist auch eine Zeichnung von ihm.
von der Grenzekatze. Lass mich raten, das Ding verschwindet von alleine wieder, oder was? Nee, das bleibt. Okay. Nein, das geht doch wieder hoch. Das führt mich zum Hutmacher. Und das hier scheint optional zu sein. Ja, das sieht optional aus. Aber leider kein Geheimnis. Schade, schade. Ich glaube, hier erwarten mich noch ein paar mehr Kämpfe. Da ist nichts. Da auch nicht. Dann gehen wir mal hier weiter. Gerne mit. 520. Das heißt, wir könnten eventuell bald mal unsere Kanone so ein bisschen updaten. Unsere Pfefferkanone. Oh, da gibt es eine Flasche. Da ist zwar ein Pfeil, aber ich sehe nicht, zu was es führt. Okay. Auch interessant. Aber ich möchte natürlich erstmal gerne die Flasche haben. Schade, kann ich nicht kaputt machen. Ah, ja. Natürlich. Plattformen. Da haben wir die 1. Die sind sogar nummeriert. Cool. Ah ja, die 3 führt nach oben. Okay. Ich finde das aber gut, dass man die auch so ein bisschen schemenhaft sehen kann. Und die 4 scheint stehend zu sein. Cool. Und wir haben die Flasche. Sehr schön. Perfetto. So, dann können wir gleich wieder runter. Und wieder zurück. Sehr schön. So, dann können wir jetzt den regulären Weg weiterverfolgen. Ach, das ist ihr Anhänger, den sie trägt. Das ist ihr Zeichen quasi. Nee, du nimmst mich noch mit. Ah, okay. Okay, verstanden. Gut, okay. Ich hoffe, wie gesagt, echt, dass ihr die Maus nicht sehen könnt. Ansonsten entschuldige ich mich dafür. Oh, hier geht's runter. Der Rutschfunktion. Ich bin noch so ein bisschen... Und es wird gespeichert. Blunt, die fleißigsten Schnauzenjäger. Oh oh. Klingt stark nach Bombe. Einige Wände und Böden sind dünn und können zerstört werden. Ach, guck mal an. Platziere die Uhrwerkbombe nahe der schwachen Struktur. Zünde die Uhrwerkbombe, um die schwache Struktur zu zerstören. Okay. Drücke Q. Oh, wozu? Hier ist auch nichts Kaputtes. Oder? Achso, die kann ich auch so zünden. Entschuldigung. Das habe ich jetzt erst mitgekriegt. Ah ja. Cool. Schöne Sache das. Drücke Q, um die Bombe zu werfen. Ja, das wissen wir doch. Habe ich ja gerade gemacht. Uhrwerkbombe. Da ist wieder der Hutmacher. Und Zähne sehe ich da.
Ah ja, kommt da ein Pilz raus. Moment. Uhrwerk und Erinnerung. Da wird eine Erinnerung mit eingeblendet. Wo ist die Erinnerung? Fundbüro. Ah! Okay. Ich dachte schon, scheiße, jetzt habe ich eine Erinnerung verpasst. Da ist sie. Das heißt, ich muss noch irgendwo eine Schwäche in der Struktur finden, oder wie? Okay. Ist doch nicht ganz so... Oh. Ist doch nicht ganz so einfach. Ah. Haha, Freunde. Hätte ich fast hier übersehen. Ah, sehr schön. Wir werden noch alle im Bett geröstet, Alice, weil dein Vater diese unnatürliche Passion für bedrucktes Papier pflegt. Diese leicht entzündlichen Berge warten doch nur auf den bösen Funken und puff, werden aus Fleisch und Blut Rauch und Asche. Oh oh. Also es scheint, dass ihr Vater damit zu... Ist das schon der Übergang in Kapitel 2 oder was? Mach keinen Scheiß jetzt. Little. Das scheint eine Erinnerung zu sein, eine Cutscene. Ich bin gespannt. Unsere geliebte Bibliothek war eine Feuerfalle. Ein Brandherd auf Abruf. Stehen die Schlüssel für Kapitel? Kann das sein? Sind wir jetzt erst richtig in Kapitel... Wir sind immer noch in Kapitel 1. Ach du Scheiße. Los, Alice, muss tapfer sein. Bei geringer Gesundheit hat Alice die Möglichkeit, in Hysterie zu verfallen. Verfalle in Hysterie, indem du Enter drückst. Okay. Im Zustand der Hysterie kann Alice nicht verletzt werden und sie richtet mehr Schaden an. Also auf gut Deutsch sowas ähnliches wie wenn Akku sich mit Crash verbindet. Aber Vorsicht, Hysterie ist zeitlich begrenzt. Thank you.
So. Test. Schwenkt aus. Wunderbar. So, ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber mein Order City hat sich gerade von selbst abgeschaltet. Also ich konnte gerade so viel reden, wie ich will. Ihr habt mich wahrscheinlich nicht gehört. Aber ich werde das wahrscheinlich auch rausgeschnitten haben. Also willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Tut mir leid, dass es jetzt dazu gekommen ist. Steht wieder unter einem richtig guten Stern, das Let's Play. Ich merke das schon. So, wo waren wir jetzt? Ich muss mich jetzt gerade kurz nochmal orientieren. Richtig, wir waren hier. Wir hatten schon die erste Feuertür gehabt. Wahrscheinlich ist das so eine Art Zusammenfassung ihrer Erinnerung. Aktiviere den Zählmodus, indem du T drückst. Schieße auf den Schalter, wenn er rot und inaktiv ist. Wird er grün, ist er aktiv. Oder ist er aktiviert? So rum. Zielmodus. Oh. Genau so funktioniert es. So nicht anders. Gibt es hier noch irgendwo einen geheimen Bereich, den ich übersehen könnte? Theoretisch. Nö. Also das heißt, das wird wieder für den Schnitt wieder richtig schön. Das heißt, ich muss wieder ein bisschen genauer aufpassen, gerade was so die Zusammenlegung zweier Dateien angeht. Da kann ich, glaube ich, nicht hin. Da muss ich da rüber. So. Ach, nein. Böser Traum. Nein. Schlimmer Traum. Schlimme Gute Nacht. Hutmacher, ich hatte dich zwar in erbärmlichem Zustand verlassen, aber nicht in Einzelteilen. Oh, du bist es. Was ist dir passiert? Du hast deinen Hut verloren. Außerdem fehlen ein paar Teile. Verloren, in der Tat. Unter den gegebenen Umständen aber fehlen kaum. Was passiert ist? Solltest du besser wissen als ich, das ist immerhin dein Platz. Mein Platz kenne ich. Wann kanntest du schon deinen Platz? Oder wie man ihn behält? Also was ist hier los? Was ist los? Rundherum und rauf und runter in die Ohren, durch die Augen und meine Nasenlöcher hoch, runter den Schlund, in die Eingeweide, Winden? Papa war äußerst interessiert an Zügen. Ich mag sie nicht sonderlich. Diesen wirst du hassen. Nicht wie damals, als Schildkrötensupperich die Spiegellinie betrieb. Der Zug ist ein Schlachthaus. Der Gestank grausam, das Licht grell, der Lärm infernalisch. Ja, Hutmacher, ich verstehe schon. Ein schlimmer Zug. Die Welt steht Kopf, Alice. Die Irrenanstalt wird von Irren geleitet. Nichts für ungut. Und das Ärgste, ich habe keine Tee mehr. Tragisch. Wenn ich dir helfe, würdest du mir dann auch helfen? Hand aufs Herz, wenn ich eins hätte. Finde meine Gliedmaßen und wirf sie in die Rinne, den Rest erledigen Maschinen. Mach dich jetzt auf den Weg, braves Mädchen. Am besten durch das Zifferblatt. Irgendwie leuchten die Charaktere gerade so grell. Weiß nicht warum. Habe ich das so eingestellt oder warum ist das jetzt gerade so grell? Ich habe keine Ahnung. Wartet mal. Das irgendwie ein bisschen Video. Hm.